Hallo, da bin ich wieder. Ich habe die nächste Rezension von euch, von einem Buch, das mich ein bisschen verwirrt hat und wo ich bestimmt jetzt beim Erzählen auch etwas ins Stocken geraten werde, weil ich das wirklich schwierig finde, dieses Buch zu rezensieren. Ich rede von dem Thriller Die Drei von der Sarah Lotz, ist beim Goldmann Verlag erschienen, ist so eine Klappenbroschüre. Schaut mal, so sieht das Ganze aus. Hinten auch noch. Kostet 14,99 und hat knapp etwas über 500 Seiten. Kurz zur Geschichte: Auf vier Kontinenten stürzen gleichzeitig vier Flugzeuge ab. Drei Kinder überleben, sind die einzigen Überlebenden. Ein viertes ist fraglich. Und eine Passagierin nimmt kurz vor ihrem Tod noch eine seltsame Nachricht auf. Die kann ich euch vielleicht kurz vorlesen. Die steht nämlich da hinten oben drauf und die ist eigentlich auch ausschlaggebend für die Geschichte. Und zwar die letzten Worte von Pamela May Donald. Sie sind hier. Der Junge, sieh dir den Jungen an. Sieh dir die Toten an. Oh Gott, es sind so viele. Sie kommen jetzt, mich zu holen. Wir alle müssen jetzt gehen. Wir alle. Pastor Len, Sie müssen sie warnen. Dieser Junge, man darf ihm nicht. Und dann bricht die Nachricht ab. Ja, das lässt jetzt natürlich in der Bevölkerung viel Raum für Spekulationen. Da kommen die Alien-Fanatiker, die Endzeit-Fanatiker und natürlich macht sich auch die Kirche dazu ihre Gedanken und legt das Ganze, ja, jeder legt das Ganze so für sich aus, dass es zu seiner Theorie passt und das sorgt halt für einiges an Verwirrung und es ist auch lange nicht klar, wie diese Kinder überhaupt überleben konnten, denn die verhalten sich dann auch noch sehr, sehr seltsam. Das Besondere an dem Buch ist, dass dieses Buch nicht wie so eine typische Geschichte geschrieben ist, also dass es da so Hauptpersonen gibt und die erzählt dann, sondern das Buch ist eine Zusammenfassung mehrerer Zeitungsartikel, Sky-Gespräche, Interviews, der Blackbox aus den Flugzeugen und. Denn die Journalistin Elsbeth schreibt quasi dieses Buch. Die hat es sich zur Aufgabe gemacht, herauszufinden, was die drei Kinder eigentlich sind und was an dem Tag, als diese Flugzeuge abgestürzt sind, eigentlich passiert ist. Und trägt halt alles zusammen, interviewt die Leute, interviewt die Angehörigen der Kinder und deckt Theorien auf. Und ja, das macht eigentlich dieses Buch zu einem etwas eher ungewöhnlichen Thriller. Ich fand es auch anfangs schwer, der Geschichte zu folgen, weil, ja klar, es prasseln eine Menge an Namen auf einen ein. Darunter sind auch afrikanische Namen und japanische Namen. Ich finde es mit japanischen Namen immer schwierig, sich die zu merken, weil die sich halt auch viel ähneln. Und also ich konnte am Anfang nicht ganz der Geschichte folgen, wer da jetzt gerade spricht, wer da jetzt gerade was schreibt und was. Dieses, also da war zum Beispiel ein Sky-Gespräch plötzlich zwischen zwei japanischen Kindern und ich fand es teilweise schwierig, das jetzt einzuordnen, wie das in die Geschichte reinpasst. Aber irgendwann so ab der Mitte macht sich dann der rote Faden eigentlich bemerkbar. Ist man anfangs noch verwirrt und denkt sich so, wo führt einen das eigentlich alles hin? Kommt das dann in der Mitte doch zusammen? Und dann muss ich sagen, dann hat mich die Geschichte auch wirklich gepackt und gefesselt. Denn dass da was nicht ganz normal ist mit diesen Kindern, das merkt man dann ziemlich schnell. Und das sorgt auch ganz schön für Gänsehaut und regt auch zum Denken an. Also man stellt die ganze Zeit Vermutungen an, dann sieht man wieder die Sicht eines anderen. Das fand ich halt cool, dass dadurch die Wendungen sehr überraschend waren teilweise und das Ende, ja gut, das hat mich ja, was heißt, ja, überrascht, ja, auf jeden Fall, es hat mich auf jeden Fall überrascht. Ich muss aber ehrlich sagen, ich habe es stellenweise nicht ganz verstanden, das Ende. Das fand ich dann ein bisschen schade. Das war dann für mich ein bisschen abgehackt und das Buch klingt dann auch noch eine Weile nach und man überlegt dann noch eine Weile und ich kann euch jetzt noch nicht sagen, was ich wirklich von diesem Buch halte. Es gibt Stellen, die haben, also es gibt Sachen, die haben mir gefallen bei dem Buch. Das war halt gerade diese außergewöhnliche Art, das Buch zu verfassen.
Andere Sachen fand ich ein bisschen sehr, sehr langgezogen. Also so in der Mitte kamen mal ein paar Stellen, die fand ich, hatten nichts wirklich mit der Geschichte zu tun und waren eigentlich überflüssig und haben das Ganze sich ein bisschen zäh ziehen lassen und zäh lesen lassen. Ja, und das Ende fand ich nicht so schlüssig. Es war okay. Es gibt, ich will nicht zu viel verraten, aber es gibt zwei Enden, kann man eigentlich sagen. Die erste Version hätte mir besser gefallen, wenn man es dabei belassen hätte und dann nicht nochmal ausgeholt hätte. Aber ja. Alles in allem, wer Thriller mag, wer auf eine sehr komplexe Story steht, also weil die Geschichte war wirklich sehr, sehr komplex, der sollte es auf jeden Fall lesen, weil es ist, wie gesagt, mal was anderes, mal ein ganz anderer Thriller, der durchaus auch schockieren kann und zur Gänsehaut sorgen kann. Und aber wirklich viel davon ist auch kopfkinoabhängig. Und ja, ich werde es euch demnächst noch schreiben auf meinem Blog. Tue euch die Links wieder unten in die Infobox und sag schon mal Tschüss, bis dann. Bye.